Ich hätte wissen müssen, dass es eine Falle ist. Ich hätte es gewusst. Es gibt kein Mittel gegen Tiberium. Die Erleuchtung ist der Tod. Für die Schwachen. Wir werden ja gleich sehen, wie stark du bist, wenn wir dich verhören. Sag mal, Slavik, hat dein allwissender Gott etwa vergessen, dir zu sagen, dass du heute stirbst? Ich lebe für Kane. Und ich sterbe für Kane. Der Unterschied ist unwichtig. Wie ist das mal selbst, das Versuchskaninchen zu sein? Mein Name ist McNeil, ihr solltet ihn euch merken. Sie wurden in ein Hochsicherheitsgefängnis 70 Kilometer südlich von Hammerfest gebracht. Die GDI ist in voller Truppenstärke präsent. Ein kleines Nord-Einsatzteam ist am nördlichen Zugang zur Anlage in Stellung gegangen. Sie werden Ihnen bei der Flucht helfen, doch Sie müssen erst Oxana befreien und dorthin gelangen. Der C4-Sprengstoff in dieser Kapsel wird in 5 Sekunden detonieren. So, damit willkommen zu einer neuen Folge von Command & Conquer. Ihr habt schon gesehen, wir sind gefangen genommen worden. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, es kann sein, dass hin und wieder ein bisschen Kohlensäure hochkommt. Ich sollte echt aufhören, kohlensäurehaltige Sachen zu trinken, so rum. Nein, ganz kurz, das mit dem Serum war eine Lüge und wir sind bei der letzten Mission gefangen genommen worden und müssen jetzt ausbrechen. Die Mission, die wird lustig. Ja, gut, ich klick mal hier auf das... Ein Cyborg-Kommando wurde losgeschickt, um euch zurückzuholen. Sobald ihr frei seid, trefft euch mit eurem Rettungsteam im Süden. Findet und befreit Oxana, bevor sie in den Hauptstützpunkt der GDI überführt. Nach ihrer Befreiung erobert einen GDI-Transporter für eure Flucht. Ja, fangen wir mal an. Die Mission, die ist ein bisschen tricky. Gefechtskontrolle wird übergeben. Das sind unsere einzigen Einheiten. Hier kann sehr, sehr viel schief gehen, vor allem weil das Spiel an der Stelle auch nicht ganz bugfrei ist, vor allem nicht bei den aktuellen Betriebssystemen, also habe ich da, ja, leichte Sorgen. Wir haben Zugangserlaubnis, wie auch immer das sein kann. Und schau mal, wie der LKW Gas gibt, Alter! Wie der Gas gibt! ja, das war auf jeden Fall mal sehr subtil. Darf ich bitte spielen, bevor der... Hallo? Der zerstört mir doch... Verstärkung ist eingetroffen. Verstärkung ist eingetroffen. Na klar, ich habe jetzt einfach mal eine Einheit verloren. Oh, die Titanen kommen. Weg, 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 weg. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ich habe das so in Erinnerung, dass dieser Basisturm das Untergrund-BMT zerstört hat. Aber dass man hier sogar eine Einheit verliert, das ist mir neu. Das ist mir gänzlich neu. Da steht... Seit wann hat man hier... Seit wann hat man hier eine kleine Panzerbrigade? Das verstehe ich nicht so ganz. Du. Kriegst ein bisschen Feuerunterstützung und grill die Typen. Der nimmt zwar jetzt einiges an Schaden, aber... Na schade, wir können ihn nicht auf die Soldaten triggern. Ja, egal. Wir können den später in ein Tiberiumfeld stellen. Das da oben zum Beispiel. Und ihn heilen lassen. Jetzt speichere ich erstmal das Spiel ab. Tod unseren Feinden! Warte mal. Erzählen die mich hier in den Einsatzzielen noch irgendwas? Treffen sie sich mit ihrem Rettungsteam im Süden und finden sie mit Hilfe des Teams Oxana. Oh, Tatsache, das Rettungsteam scheint es schon immer gegeben zu haben in der Mission. Wusste ich gar nicht mehr.
Befreien Sie diese, bevor sie in den Hauptstützpunkt der GDI-Einheiten verlegt wird. Ah, ja, genau. Wohin? Wird erledigt. Erwarte Anweisung. Genau, das war das Problem. Hier haben wir jetzt allerdings nochmal ein Problem. Wir müssen mit den Panzern da irgendwie rüber. Und wie ihr seht, das Eis fängt an zu brechen. Da, wo es so spiegelglatt ist, können sie drüber fahren. Aber wenn ich jetzt den zweiten Panzer exakt über die gleiche Stelle schicken würde, würde der einbrechen. Den würden wir verlieren. Die Einheiten sind theoretisch leicht genug, dass sie darüber können. Da passiert nichts. Aber mit dem zweiten Panzer wird es jetzt blöd. Den verlieren wir jetzt unter Umständen. Ich schau mal. Vielleicht können wir den da irgendwie rüberlotsen. Ja, das könnte gehen, Okay, erstmal speichern. So, ich hoffe, wir sind hier jetzt noch nicht zu langsam. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ne, aber ansonsten kenne ich mich in dem Spiel auch super aus. War die nicht irgendwo im Osten, die Tussi? Die war doch irgendwo hier drüben. Ich schick mal unsere Aufklärer los. Wir werden hundertprozentig... Ja. Wir sind hier richtig. Einheit verloren. Ach, der kann immer noch ballern. Alter, was ist denn mit dem verkehrt? Nein! Ja genau, greift den Sammler an. Wir triggern ja nur den Gegner damit. Oh Gott. Halt, die Infanteristen sollten da raus. Oh Gott. Es wäre nett, wenn du mal ein bisschen hältst. Scheiße, Oksana wurde in den Hauptstützpunkt der GDI verlegt. Wow, da hast du echt nicht viel Zeit. Ja, warte mal. Bevor wir jetzt neu laden, möchte ich trotzdem ganz kurz sehen, wo und wie wir da am besten hinkommen. Ah, warte mal. Näher rangehen. Das war der Trick an der Sache. Okay, den Rest machen wir jetzt so mit den Einheiten. Soll der sich in der Zwischenzeit da drüben healen? Das ist blöd, dass sie ihm jetzt die Beine weggeschossen haben, weil die kriegt er nicht mehr zurück. Aber das ist ja egal. Oh, lass doch mal den Sammler in Ruhe. Gibt's ja nicht. So. Okay. Wie schaut's hier aus? Das ist der Stützpunkt. Verstärkung ist eingetroffen. Hä? Wo kriegen wir denn Verstärkungen? Einheit verloren. Also, nee, ernsthaft, wo kriegen wir hier Verstärkung? Check ich gerade nicht so ganz. Es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwo auf der Map noch was aufgedeckt wurde. Da ist der Orca-Transporter, den wir klauen sollen. Aber ansonsten, ich habe keine Ahnung, wo wir hier Verstärkungen bekommen haben. Das ist das Gefängnis, da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen hier einfach nur ganz schnell durch. Okay. Kriegen wir hin. Putt. Spielgeschwindigkeit erst einmal runtersetzen. Und dann sagen wir allen Einheiten, sie sollen da... Moment. Nochmal anders. Ihr rennt da mal bitte allesamt rein. Die Ingenieure, die lassen wir da. Dann rennen wir mit allen Einheiten da hoch. Ich mache es jetzt wirklich nur ausnahmsweise in diesem langsamen Geschwindigkeitsmodus, weil sonst geht hier zu viel Zeit verloren. So, das Untergrund-BMT schicken wir gleich davor. Auch wenn wir es eventuell verlieren, das wäre mir wurscht. Oder gibt es da vielleicht... Ja, einen anderen Weg haben wir gar nicht, ne? Wir müssen da durch. Stört mich halt mit dem blöden RGB-Werfer. Ja, genau, da ist er schon. So, komm. Okay, hoffentlich haut das hin.
Schieß! Ja, da verliert er dann seine Beine. Das gibt's doch nicht. Xena wurde in den Hauptstützpunkt der GDI verlegt, also das... Okay, das ist mies. Pass mal auf, dann machen wir das anders. Ich kann mir schon denken, wo ich zu viel Zeit verloren habe. Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Ja, warte, das spulen wir gerade mal kurz vor. La 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 So. Können wir hier schon was spielen? Nee, können wir noch nicht. Sekunde. Dann machen wir das einmal schnell so. Verstärkung ist eingetroffen. Einheit verloren. Faszinierend, dass der immer drauf geht. Okay. Verstärkung ist eingetroffen. Dann speichern wir das an der Stelle jetzt mal ab. Ab hier können wir spielen. Ab hier müssten wir es theoretisch schaffen. Wo ist mein... Nein, 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 wo ist das Menü? Das Menü ist weg. Ja, hier. Sehr seltsam. Okay. Ja, Kabal, wird erledigt. Du musst da rein. Du musst da rein. Die zwei Ingenieure müssen da rein. Ja, bitte. In Ordnung. Schon unterwegs. Verstanden. Ja. Einheit bereit. Der Rest kann uns wurscht sein. Die schicken wir jetzt allesamt da hoch. Nein, ihr rennt mir da bitte nicht lang. Das wäre dämlich. Mal schauen, ob wir den Titanen entkommen. Es wäre sehr nett, wenn wir das schaffen könnten. Ach du Scheiße, da... Naja, wie ich gesagt habe, einen Panzer haben wir verloren. Boah, was hat denn der für eine Reichweite? Unverschämt. Und da kommen natürlich die zwei. So, wo ist das Untergrund-BMT? Da ist es. Raus, 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 raus. Und jetzt go. So, komm, geh da rein. Der muss nur nah genug ran. Dann trifft er ihn eh nicht mehr. Theoretisch. Ach, schön, dass das beim Gegner funktioniert. Das ist ja sehr schön, dass das beim Gegner funktioniert. Bei uns hatten die RGB-Werfer so eine komische Mindestreichweite, ne? Ja, 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 wir finden Oxana. Immer mit der Ruhe. So, das fühle ich mal weiter vor. Den müsste man eigentlich ganz dringend heilen lassen. Ah, nein, zurück, zurück, zurück. Du auf den Tower. Kommt, geht alle auf den Tower. Alle Mann auf den Tower. Jetzt können sie eh nicht mehr aus, weil ich glaube, dass Oxana per Bodentransporter weggebracht wird. Wo ist unser Cyborg? Da ist unser Cyborg. Den brauchen wir. Einheit verloren. Ja, ja. Einheit verloren. Da ist sie. Alles klar. Jetzt können wir ja schon mal getrost das Spiel speichern. So. Weil die Oxana, wenn im Hauptstützpunkt sitzt, glaub es mir, das macht keinen Spaß. Das macht absolut keinen Spaß. Und jetzt haben wir gleich ein Problem mit den Titanen. Was kann ich tun? Ich kann ihre Töchter. Ja, mit ihr wird erledigt. Ja, Sir. So, der Witz ist nur der, wir müssen jetzt diese zwei Titanen irgendwie loswerden. Okay, raus mit euch. So, vielleicht kann er der ein bisschen Feuerschutz geben. Komm, 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 komm. Oh shit, der zweite geht oben rum. Ich will den hier nicht verlieren. Den brauchen wir unbedingt. Wenn die Mission Erfolg haben soll, dann brauchen wir den. Die restlichen Einheiten können wir gerne alle verlieren. Das ist völlig wurscht an dem Punkt. Ich mach mal den Alarm aus gerade. Ja, schon dezent ätzend. Anweisungen, ich gehorche. Einheit bereit. Ja, haben die jetzt unsere... Ach so. Ach so, die habe ich da drin. Ja, passen Sie auf. Wir brauchen ja im Grunde genommen nur den da jetzt.